Herzlich willkommen zu einem Part von Let's Fun Heyday. Der letzte Part ist ja schon ein bisschen her und wieder ein neuer Let's Fun Heyday Part. Heute Farmmanagen angesagt und Leveln und Sachen farmen. Also einiges heute los wieder. Ich versuche heute über die 900.000 zu kommen. Ich denke mal, das werden wir auch locker schaffen. Und ja, das Level Up wird kommen. Dieser Part bzw. diese Aufnahme ist vor den XP-Event am Mittwoch und Donnerstag. Dazu wird es auch noch ein Video geben. Ich bin hier eine Woche im Urlaub, für alle, die es nicht wissen. Und ja, zu den einzelnen Events. Mittwoch Doppel-XP-Schiff-Event und Donnerstag Doppel-XP-LKW. Gibt es dann auch nochmal ein Video zu. Ein separates, wo wir dann nochmal leveln werden. Und wo ich sehr, sehr wahrscheinlich auch ein Level-Up schaffen werde. Da bin ich sehr zuversichtlich, was das angeht. Und warum macht er eigentlich die Butter, der Sack? Ich habe bei dem 70 Sahne eingestellt und 30... Was stimmt mit dem nicht? Der macht nur Sahne. Junge, mach mal mehr Butter. Ernest, ich hab dich schon angeheuert. Dann mach mehr Butter. Please. Ich bitte dich, Ernest. Ich bitte dich. Knie vor die nieder. Ich mach sogar einen Spagat und Knie nieder. Also alles gleichzeitig sogar. Und er macht einfach keine Butter. Oh, Ernest. Du bist einfach nicht zu gebrauchen. Genauso wie deine Frau Rose. Rose. El Kommandante. Naja. Okay, wir machen hier erstmal das Übliche, die Produkte, die ich nicht habe, beziehungsweise selten habe. Wir bereiten uns nämlich jetzt hier auf das Doppel-XP-Schiff und Doppel-XP-LKW-Event vor. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Schiffe ich abschicken werde bei dem Doppel-XP-Schiff-Event, aber ich denke mal, es werden so 20 bis... Ich will nichts Falsches sagen, aber 20 werden es auf jeden Fall sein. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich werde das offscreen machen, also falls ihr... meine Farm in der Freundesliste habt, dann freut euch schon mal drauf. Ihr könnt bei mir ein paar Schiffe helfen. Ich weiß nicht genau, wie viel Uhr es sein wird. Ich werde es zwischendurch irgendwann machen, wenn ich Zeit habe. Und ja, die Aufnahme wird wahrscheinlich den ganzen Tag laufen. Also, ich denke mal auch abends, wenn ich vielleicht am Lagerfeuer sitze oder sonst irgendwas. Denn, ja, ich fahr zelten und Lagerfeuer gehört natürlich dazu. Ja, dann werde ich ein bisschen zocken nebenbei. Hier ist mal die Tierchen füttern. Die vergesse ich voll oft, ey. Da muss ich mich echt immer dran erinnern. Auch immer in den Streams. Da muss ich häufiger dran denken. Ich weiß auch noch nicht, wann die Videos kommen zu dem Doppel-XP-Schiff und Doppel-XP-LKW-Event. Ich werde die dann schneiden, wenn ich wieder da bin. Und dann werden die hochgeladen werden. Wann genau? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwann nächste Woche. Aber sie kommen. Dann seid ihr wieder auf dem aktuellsten Stand. Die Leute, die mich natürlich in der Freundesliste haben, werden das natürlich live... Oder nicht live, aber die werden es miterleben, wenn ich Level Up werde. Und ich denke mal, ich werde das auch auf Instagram posten, also folgt mir da, Link ist in der Videobeschreibung. Und auch meinen ganzen Trip werde ich wahrscheinlich auf Instagram festhalten, beziehungsweise teilweise. Ich bin immer so, wenn ich im Urlaub bin, das habe ich auch in Bulgarien gemacht. Könnt auch übrigens immer noch nachgucken, den Vlog, der ist immer noch auf Instagram gespeichert. Ich filme nicht so viel, weil das Ding ist immer, wenn ich dann irgendwo bin, ich kann das dann nicht so genießen, wenn ich zu viel filme. Klar, ich möchte dann auch noch was mitnehmen davon, ne, also deswegen filme ich ein bisschen, aber ich werde nicht alles filmen oder alles, was ich mache. Denk mal, wenn wir da so am Chillen sind, dann werde ich natürlich mal was in der Story posten oder wir gerade was angucken. Aber zum Beispiel, als wir am Japan-Tag waren und wir haben uns abends das Feuerwerk angeguckt, das habe ich zum Beispiel nicht gefilmt, weil ich wollte es einfach genießen. Und ich finde, wenn man das filmt, dann genießt man das nicht so. Das irgendwie, ich denke mal, alle, die, oder nicht alle, aber viele werden verstehen, was ich meine. Und ja, aber ich werde auf jeden Fall Stories machen, damit ihr auch ein bisschen was davon sehen werdet. Aber jetzt erstmal hier wieder zurück zu Heyday. Ich mache gerade immer noch die Produkte, die ich wenig habe, beziehungsweise Produkte, die ich oft brauche und die mir viel Geld, beziehungsweise auch XP geben bei LKW-Aufgaben und Schiffsaufgaben und so weiter. Falls ihr da Fragen zu habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, weil vieles ist so bei mir schon aus dem FF, was ich mache. Und ja, seid doch nicht zu schade zu fragen. Ich werde versuchen, das meiste oder alles sogar zu beantworten. Meistens beantworte ich alles. Außer, schreibt eine erste oder so, da antworte ich meistens nie drauf. Beziehungsweise schon länger nicht mehr drauf. Anfangs fand ich das mal lustiger, mittlerweile, ja, antworte ich dann nicht so häufig mehr drauf. Ich finde das dann immer lustig, wenn eine erste in die Kommentare schreibt und irgendeiner beleidigt den dann. Also beleidigen natürlich niemals, ne, aber, weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch, dass das manche dann so triggert und so hart aufregt, dass sie den beleidigen müssen. Da denke ich mir mal, hä, warum beleidigt ihr euch jetzt, nur weil er erster geschrieben hat? Einfach stehen lassen, ignorieren und denken, was stimmt mit dir nicht, warum du erster schreibst? Weil die meisten Leute, die erster schreiben, lügen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder lügt, aber die meisten lügen ernsthaft.
Weil ich kann euch sagen, dass ihr niemals den ersten Aufruf haben werdet, weil der erste Aufruf bin immer ich, weil ich einmal das Video teste und gucken, ob es läuft. Das heißt, ihr seid höchstens der dritte Aufruf, weil meistens rufe ich zweimal auf. Also, falls ihr bei euch mal das Video habt und ihr seid Dritter, dann seid ihr der Erste. Ansonsten, ja. Falls ihr bis hierhin gedacht habt, ihr hattet schon mal die Eins da stehen. Nein, das kann nicht sein. Ich hatte, glaube ich, auch noch nie bei irgendeinem eine Eins da stehen. Aber wahrscheinlich werden die das genauso wie ich auch immer testen. Weil ich muss echt mal Pilze einpflanzen. Wie viel habe ich jetzt noch? Ich habe, glaube ich, voll wenig nur noch. Boah, 9 Pilze noch. Oh, das ist so schlecht. Scheiße. Haben nie aufgepasst. Naja, zum Glück werden Pilze nicht so häufig kommen beim Schiff und LKW. Muss ich jetzt unbedingt anpflanzen. Ich muss jetzt alles anpflanzen, was ich so richtig wenig habe. Sojabohnen. Ey, Rosé sieht mir wieder alle Sojabohnen aus dem Hintern. Baumwolle. Indigo kann ich kaufen, Tomaten, Ananas, geht schnell. Reis auch. Oh, Gurken, rote Beete. Oh, Pilz, Brokkoli. Ich habe so wenig Früchte. Das ist Früchte. Wenig Dinger, Aubergine. Oh Mann. Da muss ich echt mal jetzt ein bisschen aufholen. Na, warte noch einfach mal ab. Okay, Maschinen haben wir ready. Saftpresse auch, das auch. Ja, sieht doch gut aus. Okay, nice, passt doch. Sehr gut. Oh, die ultimative Kackaufgabe. Die behalte ich mir fürs Doppel-XP-LKW-Event. Die verwahre ich mir auf die Aufgabe. Das wäre doch gelacht, wenn ich mir die nicht aufbewahren würde. Kommen wir noch nicht auf ein Nest klar. Warum macht er keine Butter? Ihr habt es doch gerade gesehen, ich habe 300 Sahne in der Scheune. Was stimmt mit dem nicht? 300. Butter 2. Ernest? Please. Ich glaube, ich muss ihm mal ordentlich den Popo versohlen. Damit der ältere Herr auch nochmal in Gang kommt hier. Er hat immer seinen Zettel da in der Hand, aber macht nichts. Das sind mir die richtigen. Das sind mir die richtigen. Naja. Rotlachs. Rosé macht auch nicht viel bessere Arbeit. Die zieht mir Sojabohnen aus dem Hintern. Aber ich muss gleich mal im Shop gucken, ob wir da vielleicht Glück haben. Werden noch ein bisschen anderen Leuten helfen. Damit wir da auch ein bisschen XP noch dazu bekommen. Aber es sollte ja locker drin sein. Ja, dieses Angebot, das geht mir auch auf den Piss. Ich kaufe mir das nicht. Ich bin nicht so der Typ, der sich so Deko-Sachen kauft. Obwohl, wenn es geil ist, dann ja, aber dann muss es wirklich geil sein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Seid ihr der Typ, der sich Deko-Gegenstände kauft? Also sowas wie jetzt diese Geburtstagsbank da. Weil sie wird definitiv zeitnah nicht mehr im Shop sein, also wird es schon was Einzigartiges sein. Oder sagte er, na nee, Deko ist mir egal, man ist auch egal, wie die Farm aussieht. Scheiß der Hund doch drauf. Ja, was seid ihr für ein Typ? Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Mich mal interessieren. Okay, shopmäßig haben wir im Moment nicht Glück, dann gehen wir noch in die Stadt. Erbitten tun wir. Im Derby bin ich nicht. Bitten wir mal diesen eleganten Strauß. Der Diamanten braucht. Wir sind doch gleich über 900.000, dann haben wir es hier schon erreicht. Für heute. Wenn ich aktiv an einem Tag spiele, es wird auch jetzt häufiger mal nach dem Urlaub so einen Stream geben, wo ich einfach nur level. Ich denke mal, ich werde mich da auf YouTube und Twitch ein bisschen abwechseln mit. Gucken wir mal. Wird aber auf jeden Fall auf beiden Plattformen kommen. Und natürlich Projekt 100 immer zwischendurch. Aber Projekt 100 ist nur auf Twitch. Die Aufnahmen. Finde ich besser.
Sonst muss ich. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie blöd, wenn Projekte nur als Stream gibt und als Video. Ich will das nur als Video auf YouTube haben. Das finde ich besser. Deswegen. Oh, wir haben fast die 900k noch. 7000 XPs. Jetzt füttere ich die noch. Oh, ich habe fast keine Weizenbündel mehr. Ich kenne eine Person, die hat immer genug Weizenbündel. Muss ich gleich mal gucken, ob die was im Shop hat. Das Hühnerfarm. Grüße an Hühnerfarm an dieser Stelle, falls du es guckst. Er hat immer Weizenbündel. Ich muss gleich mal nachgucken. Gehen wir gleich mal auf seine Farm. Wird er sich freuen. Nettes Kerlchen. Okay, wir haben viele Einzelne. Einzelne Leute heißt, für alle, die sich mit der Stadt nicht auskennen, wenn man die Leute komplett bedient in der Stadt, dann geben die einem eine Belohnung. Das klicke ich meistens weg, aber das könnt ihr im Video, oder ihr seht sowieso im Video, weil es geht ja in meine Scheune rein. Die geben euch dann, ja, Erweiterungsgegenstände. Stadtsachen, Landsachen, Scheunen, Silosachen oder Minensachen. Also alles Mögliche. Habt ihr mal darauf geachtet, was ihr am meisten bekommt? Okay, wenn es blau ist, dann gebe ich den blau frei. Hier mache ich jetzt erstmal nur die schnellen Gebäude. Was auch so eine Sache ist, ich habe die Leute bei mir auf der Farm oder in der Stadt hier nach der Schnelligkeit sortiert. Das heißt, ganz oben Lebensmittelgeschäft, dann Souvenirladen, ne? Ja, genau, Souvenirladen, Strandcafé, Imbiss, Kino, Kurbad, Pension. Also in der Reihenfolge dauern die auch. Also wenn ihr die maximal abgegradet habt, sollte man einen an der Pension schicken, weil sonst habe ich irgendwann das Problem, dass alle eine Pension wollen, was eigentlich meistens bei mir ist, ihr kennt das ja. Das ewige Pensionsproblem. Ja, das. Wäre jetzt. Ist das jetzt Gemeinschaftsbitte oder nicht? Ne, ist es nicht. Hä, kann ich noch dreimal RB? Hä, warum das denn? Verstehe die Anzeige nicht. Normalerweise müsste das jetzt Gemeinschaftsbitte sein. Aber Wolle würde ich auch in der Zeitung finden, also. Wenn ich jetzt irgendeinen anderen. Okay. Okay, das war die Gemeinschaftsbitte. Na, okay. Hätte ich doch die Wolle machen sollen. Aber wie gesagt, die finden wir in der Zeitung. Wir sind auch fast Ruflevel ab. Boah, ey, das Ruflevel dauert so lange. Wie lange braucht ihr für ein Ruflevel? Also ich brauche so circa 3 bis 4 Monate für ein Ruflevel, würde ich sogar sagen. Das dauert echt lange. Es liegt, glaube ich, nicht daran, dass ich die Stadt nicht so aktiv spiele. Es liegt eher daran, dass es einfach wirklich lange dauert. Vielleicht sollte ich die Doppel-XP-Stadt-Events mal mehr mitnehmen. Vielleicht liegt es da dran. Aber ich weiß nicht genau. Ah, vielleicht hat mir einer den Strauß gespendet. Warten wir mal ab. Oliven können wir ernten. Olivenöl habe ich nicht. Weg mit der. Also 5 hat mir noch keiner gespendet, sonst hätten wir die schon einsammeln können. Na, schon voll okay. Aber 7 Leute reichen. Dann sollten wir die restlichen Gebäude, also zwar nicht alle voll kriegen, aber wir sollten sie auf jeden Fall bedient kriegen. Der Laura. Ach komm, geben wir ihr mal 3 Schrauben. Bin ich mal gespannt, ob ein nettes Dankeschön von ihr kommt oder ob ein Dankeschön kommt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Pension ist nur ein Platz. Gut, kann man bedienen. Ey, ich weiß noch nicht, was heute Morgen los ist. Ich habe eigentlich nie eine Pollenallergie oder so gehabt. Und ich glaube nicht, dass das das ist, aber mir tränen die Augen, mir läuft die Nase. Boah, ich weiß nicht, was das ist. Ohne Scheiß. Und ich habe Kopfschmerzen ohne Ende. Sehr strange. Und das kurz vorm Urlaub. Okay, es kommt dann nochmal alles. Dankeschön. Ohne Smiley. Ohne Satzzeichen. Einfach trocken heraus. Danke, Robin. Das ist nicht traurig. So ein trockenes Dankeschön. Für 3 meiner wertvollsten Schrauben, die ich im Eifer des Gefechts beim Weizenfarmen ergattert habe. Ich habe dafür geblutet, mir die Schrauben zu erkämpfen. Die waren wahrscheinlich sogar noch vom Geburtstagsevent, wo ich 3 Giveaway-Kisten für euch erspielt habe, die übrigens bestellt worden sind und die jetzt bald bei mir ankommen werden, die ich dann verlosen kann. Und dann kommt nur ein Danke, Robin. So ist das Leben. Ich weiß, ich schreibe selten Danke, wenn mir einer was spendet, weil ich sehe das meistens nicht, beziehungsweise erbete was und geht dann meistens offline. Aber, ja,
Ich bestehe da eigentlich auch nicht. Also wenn ich einfach spende, bestehe ich da auch nicht so drauf. Oliven haben wir, was brauche ich noch? Taco? Hä, wo war der denn? Ah ja, genau, der Strauß, hier hat keiner gespendet, dann warten wir da noch. Kisten ist freigeben und Wolle brauchen wir, aber die werde ich in der Zeitung finden. Die werde ich in der Zeitung finden, sagte ich. Hallo, Spiel! Immer dann, wenn man was braucht, findet man es nicht. Ist das nicht erniedrigend? Aber das ist ja immer ein Hater so. Wolle ist vor allem bei so Produkten, die nicht so oft in der Zeitung sind. Aber ganz verdächtig finde ich, wenn man zum Beispiel Chili Popcorn oder ja, oder sagen wir mal Klotsche braucht. Wenn die da nicht in der Zeitung sind, dann denke ich mir, sie verarschen? Die sind immer in der Zeitung. Warum jetzt nicht, wenn ich sie brauche? Es geht um mein Leben. Okay, so schlimm ist es jetzt nicht, aber es geht um vieles. Ach ja, und falls ich es noch nicht gesagt habe, also in diesem Part habe ich es noch nicht gesagt, aber Brawl Stars wird weiterkommen auf dem Kanal hier. Ich werde es so ähnlich machen wie Projekt 100. Besten Ausschnitte von den Spiele-Sessions, die ich machen werde. Wie oft in der Woche kann ich noch nicht sagen, aber ich versuche einmal die Woche auf jeden Fall zu bringen. Und Clash Royale möchte ich auch wieder mit anfangen. Also, ja, zwei weitere Supercell-Spiele hier bei uns. Hier auf dem Kanal. Das heißt bei uns, also bei mir, aber ihr gehört dazu. Okay, dann bräuchte ich nur noch Wolle. Der eine Heini wurde gefüllt. Und der Strauß, wenn mir den einer spendet, weil ich habe keine Lust, den mit Tom zu holen. Obwohl ich würde mir schon mit Tom holen, aber. Wir haben fast die 900k! Ziel für heute fast erreicht. Oh yeah. Laura, was im Shop? Bin ich mal egoistisch. Pass auf, jetzt kommt dein Liebes-Dankeschön. Dankeschön. Lauri. Verniedlichen wir ihren Namen noch mehr mit einem anderen Konsonanten. Ne, Vokal, ne? Aber Vokal, Konsonante, was anderes. A-E-I-O-U. Okay, Schiff auch abgeschickt. Noch 1100 Points. Die haben wir, wenn das Schiff, wenn der LKW wieder kommt. 3, 2, 1. Woo! 900.000. Noch 1.000.000. 80.000 für Level Up. So, wo ist jetzt die Wolle, die ich noch brauche? Ich sehe keine. Das ist sehr traurig. Aber Reis, nice. Reis ist gut. Sesam ist auch gut. Ananas ist gut. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich werde auch versuchen, sehr vielen Leuten beim Schiff und so zu helfen. Ah, das ist auch geil. Auch wenn das Doppel-XP-Event dann am Mittwoch ist. Genauso wie am Donnerstag. Ja, wie gesagt, Videos kommen dazu. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wird geil. Oh, ein Smiley. Das ist ein Liebesdankeschön. Meinen Namen kann man nicht verniedlichen. Sonst hört sich's kacke an. Zwei Lantokun. Die hätte ich nicht so gebraucht. Ich brauche immer noch. Eigentlich brauche ich nur drei Wolle. Ich weiß nicht genau, warum ich 10 finden will, aber drei Wolle würden mir voll und ganz genügen. Dann hätten wir die Farm ready gemanagt. Das Einzige, was noch fehlt. So schnell geht das. Viele sagen immer, oh, ich muss dann immer so lange in Heyday reingehen. Nein, so lange ist das gar nicht. Also, wenn ihr kein Derby spielt, dann macht ihr einfach eine chillige 20 Minuten Challenge in Heyday reingehen. Fertig. Mehr braucht ihr gar nicht. Und da eure Farm wahrscheinlich kleiner ist als meine und auch niedriger, geht das dann ja noch schneller. Ja, gut, manche sind nicht so schnell wie ich, was Farmen angeht. Ich bin jetzt auch nicht der Schnellste, aber ich bin schon schnell. In meinem Rentneralter. Aber länger dauert das ja gar nicht. Und ich finde, wenn man einmal drin ist, dann geht's ja auch. Ich habe das auch manchmal so Motivationsprobleme, in Heyday reinzugehen. Ach nee, jetzt. Ja. Aber sagt euch dann einfach mal, das ist so ein Motivationstrick. Ich schicke nur die LKWs ab.
Oder so. Oder ich schick nur Tom ab. Glaubt mal, das hilft. Dann macht die Session noch zu Ende. Dann schreibt mal was in den Chat rein und so. Das ist immer ganz chillig. Immer noch kein Kissen. Monis Farm. So, Wolle, da ist sie. Nice. Mussten zwar lange dafür. Und jetzt ist er auch mehrfach drin, ne? Man kennt ihn. Das Hater-Glück mal wieder. Ich kaufe mir, glaube ich, direkt ein bisschen mehr. Yo, 30 am Arsch. Ey, jetzt wollen die mich auch verarschen. Jetzt konnte das Spiel wahrscheinlich nicht mehr die ganze Wolle zurückhalten. Ist am Höhepunkt angekommen, das Spiel. Das kennt man ja aus anderen Situationen im Leben. Und dann, wenn der Höhepunkt soeben überschritten ist, wo man dann nicht mehr zurückziehen kann. Das kennen viele aus anderen Situationen oder aus anderen Lagen. Zeiten. Okay, also nochmal will ich nicht drauf eingehen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wo man dann einfach nach dem Höhepunkt nicht mehr zurück kann, wo es dann einfach kommt. Deswegen hat Hedy wahrscheinlich gesagt, ah, jetzt muss es raus. Und dann haben sie mir die Wolle in Hintern gedrückt. Aber gut, dann können wir uns wenigstens den Stadtmenschen jetzt leisten und den abgeben. Oh yeah. Ich glaube, das war der ekligste und heftigste Vergleich. Okay, nicht der ekligste, aber einer der heftigsten, ekligen Vergleiche, die ich hier gebracht habe. Sorry dafür auf jeden Fall. Falls ihr jetzt Kopfkino habt oder sonstige Sachen. Flemke. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel da überleiten soll. Aber wir gehen jetzt in die Stadt. Obwohl. Ich will eben noch. Okay, das ist der letzte Ausrufezeichen, Heini. Dann holen wir uns noch die Wolle. Wo ist die Wolle? Ah ja, könnt doch mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr häufiger Let's Fun Videos sehen? Für mich ist das meistens immer so ein Livestream-Ersatz. Aber ich kann das auch häufiger bringen. Könnte ich zum Beispiel Let's Fun Video machen und dann. Weiß nicht, einen Tag Pause vom Stream oder so. Also nicht, dass ich nicht streamen möchte, aber. Let's Fun Videos sind ja auch mal chillig. Kann man mal schön bringen. Sind kompakt und dann konzentriere mich 100% immer aufs Gameplay. Das merkt ihr ja auch. Weil ich habe ja auch keinen Livestream-Chat, auf den ich aufpassen muss. Ja, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr mehr Let's Fun Videos sehen wollt. Und auch vielleicht von einer anderen Farm. Also nicht nur meine erste, sondern auch meine zweite. Die dritte nimmt ja, beziehungsweise die zweite nimmt Sanyo. Aber die Gelee-Bohnen-Farm muss ja auch mal gespielt werden. Und das würde in Let's Fun Videos natürlich sehr gut passen. Okay, wir haben alles gemanagt. Ich hoffe mal, Ernest wird sich wieder beruhigen, der Lümmel. Und. Ja, 900k geknackt. Nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Oh, warte, wir haben einen Strauß noch bekommen. Geil. Jetzt haben wir wirklich komplett gewendet. Danke für die Spende. Gucken wir noch eben kurz, wer es war. Ups, ey. Piss dich. Sanyo. Okay, danke fürs Zusehen, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja. Falls euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, ein Abo würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao!